Hallo Leute, der Valve wieder hier zurück mit Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, heute gucken wir mal, was sich hinter der Schlüsseltür verbirgt. Ich höre nur ein Sching. Gefällt mir nicht. Aha. Bumm. Schön. Ich hasse euch. Die kommen hier wirklich aus der Decke, würde ich mal sagen. Die gibt man nicht. Ah. Aber die kommen dummerweise ein bisschen früh runter, sonst würde man reinlaufen. Nichts zu sehen. Erstmal runterkommen lassen. Ja gut, ich kenne die ja mittlerweile. Das ist jetzt nichts Neues mehr. So. Und da. Durch. Das sind drei Herzen, die will ich doch haben. So, schon besser. Habst du das Gefühl? Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ich mag euch blöde Hände nicht. Na natürlich, jetzt gehen sie wieder weg. Na komm. Stirb. Schön, und die Rubine brauche ich wieder nicht. Ja, da drüben denke ich nicht viel weiter. Hep. Nein. Außergewöhnliches. Böses Vieh. Fail, Skeletti, fail. Na komm. Na komm. Na komm. Du denkst mich nicht. Ach ja, klar, du kannst da rauflaufen. Grüßt mich dann von oben. Logo. Hui. Viel weiter oben hätte das wahrscheinlich wirklich nicht sein dürfen. Hoppa. Warum benutze ich eigentlich nicht die Stiefel? Ach nö, jetzt bin ich wieder hier. Das sieht man aber auch wirklich wieder. Kann man selbst mit dem Auge nicht sehen. Kommt einfach nur aus der Decke. So, da. Kommt gleich die nächste. So, hier. Hep. Okay, das darf ich nicht tun. Link. Bums. Da. Und durch. Okay, da war sogar mal der Schatten zu sehen von der Spinne. Okay, das geht nicht. Muss ich dich treffen. Ja. Und durch. Hallo, Spinnchen? Nein, hier warnt mich Navi jetzt vor der Hand. Die kommen. Aber mich nicht wirklich stört, weil ich es ja weiß. So, jetzt ziehe ich mal meine Stiefel an. Das macht die ganze Sache wesentlich einfacher, würde ich mal sagen. Nur das Bremsen vor den Dingern hier ein bisschen schwieriger. Und laufen, 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 laufen. Laufen, laufen, laufen. Geht.
geht. Laufen, 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 laufen. So, dich wieder. Auch. Wieso habe ich nicht mehr geschmeckt? Wieso habe ich keine drei Herzchen bekommen? Na komm. Schlag zu. So. Jetzt will ich doch aber erst nochmal präventiv unseren Trunk trinken. Weil so 3,5 Herz sind mir ein bisschen wenig im Moment. Ich will wieder hinten. Okay, erst wieder hochfahren lassen. Schluck. So, und diesmal klappt's. Die Schuhe. Stopp. Moment, was steht da hinten? Ich konnte es jetzt gerade nicht so genau erkennen. Ach so, so ein Teil. So ein Bombencheckteil. Ja, schön. Ich brauche ihn ja dann mal wegspringen. Dann laufe ich einfach dran vorbei. Ah, aber ich habe schon... Oh. Ah, ja. Genau, da war der letzte Kristall. Schön gewundert, wo der ist. Lol, da bin ich mitten durch. Gerollt durch das Teil. Erstmal ein bisschen Lucky-Lucky machen mit dem Auge. Nein. Hier. Nur der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Schlangen finden. Ich höre doch eine Skulltula. Was blendet mich da? Jetzt will ich in die Sonne gucken. Ich glaube, hier ist irgendwie ein Fehler im Spiel. Hm. Ah, den habe ich da schon gesehen. Hallo, Blöckchen. Genau, weil der schützt mich dann vor den Stacheln. Schieb, schieb, schieb. Noch. Kommen sie runter. Jetzt sitzen sie auf dem Stein. Hallo Skulltula, wo bist du? Da bist du. Nee, das ist eine normale Wand. Da sind die Bomben. Ein Herz. Au. Was ist passiert? Dann schauen wir mal. Ich schätze mal darum, weil er so ein Schalter, dass der dann... hier, dass der die Tore öffnet. Ich kenne die Skulltula. Da kommt das eine hinter mir runter. Das ist ungesund. So, weiter schieben. Ah, da geht's rein. Ach, hallo. Ach, muss man da jetzt... Ja, man muss den hier benutzen. Eigentlich ein Witz. Aber gut. Den lese ich ja nicht. Es geht überall hier rein. Halt, ich will das Auge. So. Hallo, Schlüsselchen. Pfeile. Du erhältst neue Pfeile. Da steht gar nicht mal wie viele, wahrscheinlich einfach. Maximum.
die ich hier irgendwie erhöht und kann. Ja, ich kann hinauf. Schön. Daher. Ah, und die kann ich auch als Trittbrett benutzen. So. Schalter. Ah, jetzt kommt da drüben eine. Ah klar, das eine fällt weiter runter, weil da der Stein nicht mehr liegt. So ist das. So ist das. Hallo Schlüssel. So. Hier eventuell auch noch gleich Tür. Flug. Schön. Ich weiß nicht, ob das hier schon war oder später, aber später traue ich den kleinen Kisten nicht mehr, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass später in den kleinen Truhen nicht nur Gutes sein kann. So. Hier ist nichts mehr. Na ja, dann gehen wir wieder zurück. Ich muss hier oben lang. So. Oh, ich würde sagen, das ist doof. Säbel. Das finde ich lustig. Man kann auch diese normale Werbeattacke ohne Zusatz noch machen. So. Muss ich hier einfach wieder zurück? Oder geht das noch irgendwo? Ah, nee, hier geht's noch weiter. Ich hab so das Gefühl, soll ich mich da jetzt einfach mit den Stiefeln runterstürzen? Kommt da was? In manchen Situationen wünschte ich mir, Link könnte springen. Komm, weiter mit dir und laufen, 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 laufen. Ui, ui, ui. Da ist der Boden, man muss ihn nur sehen. Auf der Kette bewegt sich auch was. Man muss es ja nur sehen. So, und gleich weiter. Ich laufe da einfach auf gut Glück und dabei ist der Boden, wenn man nur nicht sieht. Ui, ein Stachel. Mag sie nicht. Sind die Zombies auch unsichtbar? Ne, nur die Stacheln sind unsichtbar. Das Auge ausmach. Stirb, stirb. Ja, er kommt zwar. Siebpunkt, Siebpunkt. So. Den mache ich jetzt aus deinem Fall. Ah, genau, den will ich nur mit Feuerpfeilen. Ups, naja. Ah, man kann nicht zweimal Magie gleichzeitig. Oder macht es dem einfach nichts? Schweinerei. Na egal. Laufen, 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 laufen. Attacke. Ah, wenn der tot ist, kommt eine Kiste, schätze ich mal. Ja. Eine Kiste mit einem Schlüsselchen. Will ich aber doch noch. Den Rubin mir hier holen. Halt ich die auf. Okay. Dann hole ich mir noch den Schlüssel. Nein, nicht mal einen Schlüssel. Damit fällt die Schlüsseltür hier oben aus. Dann würde ich sagen. Das sollte die schaffen. Ja.
beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Tür hier an, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao.